Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Viel Spaß bei dem Video. Einmal habe ich einen Artikel vom Phalang.com rausgesucht und einen anderen Artikel von Thailandtipp.info und da werde ich euch jetzt mal ein Best-of von vortragen und die Links packe ich euch wie immer unten in die Infobox, falls ihr euch den Artikel nochmal komplett und in Ruhe durchlesen möchtet. Vom Phalang.com. Phuket, Taxifahrer zockt thailändische Touristin ab. Phuket erneut macht ein Skandal über überteuerte Taxipreise Schlagzeilen. Eine thailändische Touristin fühlt sich abgezockt und hatte in den sozialen Medien gepostet, ein Taxifahrer hätte ihr 200 Baht pro Kilometer berechnet. Zitat: Ist das der normale Tarif? Ich dachte, ich wäre in einem Taxi in einem fremden Land, schrieb sie am 7. Dezember in einem Social Media Post. Der Beitrag ging viral und veranlasste den Gouverneur von Phuket zu reagieren. Er hat die lokalen Behörden angewiesen, die verärgerte Passagierin zu kontaktieren, um ihre Behauptung zu untersuchen und sicherzustellen, dass Taxifahrer den offiziellen Tarif vom August 2014 einhalten. Nach dem offiziellen Tarif können 50 Baht für die ersten 2 Kilometer, 12 Baht für den zweiten bis zum 15. Kilometer und 10 Baht für den 15. Kilometer und darüber hinaus berechnet werden. Der Fahrpreis erhöht sich außerdem um 1 Baht pro Minute, wenn die Taxis nicht schneller als 6 Kilometer pro Stunde fahren. Weitere 50 Baht werden für die Buchung von Taxis über ein Callcenter erhoben und 100 Baht für Passagiere, die ein Taxi in einem ausgewiesenen Bereich des Flughafens abholen. Der Direktor der Verkehrsabteilung der Provinz Phuket rät Reisenden, die mobile App namens Hello Phuket zu benutzen, um nach Taxis und öffentlichen Verkehrsmitteln zu suchen. Der mobilen Anwendung haben sich 300 Taxifahrer angeschlossen. Sie wurde geschaffen, um die Fahrpreise zu standardisieren und sichere öffentliche Verkehrsmittel anzubieten. Dies ist nicht das erste Mal, dass Fälle von Abzocke bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Phuket in den Nachrichten auftauchen. Im Juli letzten Jahres beschwerten sich zwei australische Touristinnen bei der Polizeistation in Karon, dass ein Fahrer 3000 Baht verlangte, um sie vom Flughafen Phuket zu einem etwa 50 Kilometer entfernten Hotel zu bringen. Ja, das ist der Artikel, Freunde. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon mal Erfahrungen gemacht, wo ihr euch übervorteilt gefühlt habt, dass euch da irgendwie zu viel berechnet wurde? Wenn ja, schreibt doch mal gerne eure Erfahrungen in die Kommentare, gerne auch mit Ortsangabe und welcher der normale Preis gewesen wäre. Dann habe ich noch einen Artikel von Thailandtipp.info herausgesucht. Die in Thailand lebenden Ausländer werden als Vorreiter bei der Erholung des thailändischen Tourismus gelobt. Bangkok. Der thailändische Fernsehsender Channel 3 erkannte die Rolle der in Thailand lebenden Ausländer als Vorreiter bei der Erholung des thailändischen Tourismus an. Zusammen mit vielen thailändischen einheimischen Touristen erkannten sie die Expats in ihrer Printüberschrift als Helden in einer Geschichte über ein Jahr seit der Covid-19-Pandemie an. Sie zitierten auch den Gouverneur der Thailand als Anerkennung der Rolle, die beiden Personengruppen bei dem sogenannten Neustart des Tourismus in Thailand spielten, nachdem 2020 das niedrigste Einkommen in der Branche seit Jahren verzeichnet worden war. Die Medien berichteten, dass der Tourismus weltweit minus 10 der Weltwirtschaft am Boden zerstört hat, seit die Welt zum ersten Mal von dem Coronavirus erfuhr, das am 8. Dezember 2019 begann. Eine weltweite Industrie von 52 Billionen Baht sei am Boden zerstört worden, berichtete Channel 3. In einer optimistischen Einschätzung der Zukunft sagten sie jedoch auch, dass sich Thailand im Besonderen und Asien im Allgemeinen schneller erholen würden als anderswo auf der Welt. Sie sagten, dass Thailand nach wie vor noch immer ein Magnet für den Tourismus sei und dass viele thailändische Investitionen mit dem Bau neuer Attraktionen eine neue Gruppe von Touristen in das Land bringen würde. Sie sagten, dass Thailand als einer der Orte auf der Welt anerkannt ist, an denen die Situation mit Covid-19 bisher am besten bewältigt wurde.
Und da wird als Quelle Kanal 3 angegeben. Ja, es wird also davon ausgegangen, dass sich Thailand, wenn alles halbwegs vorbei ist, relativ schnell wieder im Tourismussektor erholen wird. Wie sieht's bei euch aus? Sobald es wieder losgeht, habt ihr vor, eine Reise nach Thailand anzutreten? Schreibt's mir doch gerne mal in die Kommentare. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Bleibt alle miteinander gesund. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.